Es wird Zeit, dich zu befreien von deinem Leid. Zweite Sendung von Aquion TV. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und schön, dass ihr euch so für das Thema Wasser interessiert. Ich habe eine super Resonanz bekommen auf das letzte Video. Viele haben sich schon direkt ein Aquion bestellt. Andere wollen noch etwas mehr zu dem Prinzip erfahren. Deswegen werde ich heute nochmal auf einen weiteren Punkt, auf ein weiteres Highlight dieses Geräts eingehen. Vorher will ich aber noch was kurz zu der Filterung dieses Geräts erklären und euch anhand von ganz einfachen natürlichen Beispielen zeigen, was dieses Gerät so besonders macht. Und zwar, ganz einfach, habt ihr euch schon mal gefragt, wieso Hunde und Katzen lieber aus der Pfütze trinken, anstatt das Leitungswasser trinken, das wir ihnen hinstellen? Jeder von euch, der ein Haustier hat, wird es gemerkt haben, also Haustiere, die sich auch draußen rumtreiben dürfen, wieso trinken die lieber Regenwasser anstatt Leitungswasser oder Mineralwasser ohne Kohlensäure, das wir ihnen einschenken? Diese Tiere haben ein sehr feines Gefühl, ein sehr feines Näschen im wahrsten Sinne des Wortes und können diese Giftstoffe, die Chemikalien, die ich in letzter Sendung schon angeführt habe, die können die richtig rausriechen und schmecken. Ja? Unsere Sensorik ist leider nicht mehr ganz so gut. Wir müssen uns auf Messdaten verlassen und müssen uns darauf verlassen, dass unsere, sage ich mal, unsere städtischen Wasserwerke sauber arbeiten. Und da kommen wir zu einem großen Problem. Viele glauben bisher oder glauben es immer noch, dass das deutsche Wasser, das deutsche Leitungswasser Trinkwasserqualität hat und gutes Wasser ist. Im internationalen Vergleich mag das deutsche Wasser immer noch recht gut sein, aber vielleicht, wie ich schon in der letzten Sendung erwähnt habe, werden von 2000 bedenklichen Stoffen nur 50 rausgefiltert. Die Kläranlagen sind für die neuen Bedrohungen nicht konzipiert und deswegen überkommt uns im wahrsten Sinne des Wortes eine Flut an giftigen Schadstoffen, die wir regelmäßig aufnehmen, nicht nur mit dem Trinkwasser, sondern auch mit den ganzen Sachen, die wir kochen. Ja? Und alles, was im Leitungswasser ist, im Grundwasser ist, kommt natürlich auch ins Mineralwasser. Ja? Und die Mineralwasserverordnung lässt sogar höhere Grenzwerte an Giftstoffen zu als die Trinkwasserverordnung. Das bedeutet, Leitungswasser ist tatsächlich noch besser geprüft als Mineralwasser. Mineralwasser hat deswegen höhere Grenzwerte, weil die Lobby super Arbeit geleistet hat. Das heißt, die großen Konzerne, die haben den Politikern so ins Gewissen geredet, sagen, hey, komm, und die Grenzwerte, die sind doch gar nicht so schlimm, wenn ein bisschen mehr Nitrat, bisschen mehr Glyphosat und alles im Trinkwasser ist, ist doch vollkommen harmlos. Aber ganz und gar nicht ist es so. Diese Stoffe führen zu Unfruchtbarkeit, führen zu verschiedensten Stoffwechselerkrankungen, führen zu Kopfschmerzen, führen zu Leber- und Nierenversagen, führen dazu, dass unser Blut und unsere, sag ich mal, unser ganzer Organismus voller Giftstoffe ist, was natürlich langfristig ganz schwere Folgen, ganz schwere Schäden für die Gesundheit mit sich bringt. Ganz anders Aquionwasser. Aquionwasser ist von einem unabhängigen Institut geprüft, dem CLA in Darmstadt. Und die haben extra das Wasser so verschmutzt, dass es viel, viel schmutziger ist als das heutige Leitungswasser und das mal durch den Aktivkohlefilter vom Aquion laufen lassen. Und siehe da, Aquion hat alles an Rückständen rausgefiltert. Ein bisschen Nitrat, so ehrlich waren die Hersteller, ist übrig geblieben, aber in so ein geringem Maß, dass es für den Körper nicht mehr schädlich ist. Deswegen ist es ganz wichtig, sage ich mal, sein Wasser zu filtern, denn wer nicht filtert, wird selbst zum Filter. Und wer heute nicht, sage ich mal, ein bisschen Geld für seine Gesundheit ausgibt, muss damit rechnen, dass er später, wenn er alt wird, viel Geld für Krankheit ausgeben muss. Ja? Der Filter, kann ich jetzt gleich vorwegnehmen, kostet 2000 Euro. Für manche mag das jetzt viel klingen, aber wenn man es mal umrechnet, 2000 Euro, das kann man in monatlichen Raten von 45 Euro zahlen, das ist kein Problem, das sind 1,50 Euro am Tag. Nun überlegt mal, was gebt ihr für Mineralwasser auf, das von Konzernen produziert wird, die das noch den Ureinwohnern wegnehmen. Ihr mögt es nicht glauben, aber tatsächlich, es gibt einige große Firmen, ich will sie jetzt namentlich nicht erwähnen, aber ich mache es trotzdem, Nestle beispielsweise, da gibt es sogar Arte-Dokumentationen drüber, die gehen zu den Ureinwohnern in verschiedensten Ländern, zapfen von denen ihre heiligen Quellen an oder Quellen, die tief im Berg, wo das Wasser noch unreif ist,
Weil das Wasser muss bestimmte Gesteinsschichten durchlaufen, damit es in gewisser Weise ein bisschen zumindest gefiltert wird, um dann oben am Berg rauszufließen und einen natürlichen Flusslauf zu erleben, verwirbelt wird und gesunde Qualität hat. Nestle macht Folgendes, es geht unten an den Berg, gräbt da die Quelle an, zapft das Wasser raus, das Grundwasser, was natürlich von den umliegenden landwirtschaftlichen Flächen auch schon kontaminiert ist mit verschiedensten Giftstoffen, habe ich letzte Sendung ja schon erklärt. Uran ist auch im Trinkwasser, Glyphosat, Chemikalien, Pestizide, all das ist in diesem Wasser. Das zapft sich Nestle ab, ja, füllt es in Plastikflaschen, PET-Flaschen, die ja so ein Riesenproblem bilden, nicht nur wegen der riesen Meeresstrudel, die hauptsächlich wegen solchen PET-Flaschen und Tüten entstehen, diese Plastikpartikel im Meer, diese Verseuchung des Meeres, was dann auch wieder ins Grundwasser geht, Bisphenol A, Phthalate, Unfruchtbarkeit, schwere Hormonstörungen, all das macht Nestle, indem es Wasser abzapft von den Quellen. Es sind Plastikflaschen füllt, die Quellen versiegen, die natürlichen Quellen, und dann verkauft Nestle es uns und den Einheimischen in der Umgebung. Da gibt es wirklich Dokumentation, das ist alles dokumentiert. Ähnlich funktioniert es bei Volvic, bei allen großen Firmen, die euch Wasser verkaufen, die machen das genauso, Leute. Deswegen könnt ihr euch überlegen, kauft ihr Wasser, ihr solches Wasser in Flaschen abgefüllt, oder holt ihr euch Luxuswasser, das teuerste, das beste Wasser, hochqualitativste Wasser, das es gibt, nämlich das Aquion-Wasser, und baut euch zu Hause einen Filter ein, anstatt immer auf die Leute zu vertrauen, was sie euch verkaufen. Der Filter muss einmal im Jahr gewechselt werden, das kostet 90 Euro. Das Gerät kostet in Anschaffung 2000 Euro, das sind aber pro Tag 1,50 Euro. Ist euch eure Gesundheit 1,50 Euro wert oder nicht? Wenn nicht, kein Problem, Leute, dann trinkt weiter Leitungswasser, was verseucht ist, oder trinkt Plastikflaschenwasser. Aber wundert euch nicht, wenn ihr dann im Alter sehr viel Geld für eure Gesundheit ausgeben müsst oder wenn ihr Krankheiten habt, die ihr gar nicht mit eurem Wasserkonsum in Zusammenhang bringt. Leber, Darm, Nierenprobleme, Kopfschmerzen, Herz-Kreislauf-Probleme. All diese Sachen haben mit schlechtem Wasser zu tun. Und da, um euch das zu beweisen, werde ich das mal wieder wissenschaftlich, biochemisch in der nächsten Sendung erklären. Da könnt ihr dann verstehen, was gesundes Wasser für einen Einfluss, was ein Impact das auf unsere Gesundheit hat. Und ihr werdet verstehen, was die Wirkung von Aquion-Wasser ist. Ich bin nicht umsonst so euphorisch und so begeistert von diesem Gerät, sondern ich habe es lieben gelernt, weil ich es probiert habe. Ich ehrlich gesagt habe darauf jetzt 2-3 Monate hingespart, weil ich gesagt habe, sowas muss ich mir leisten. Wasser ist das, wie gesagt, wichtigste Nahrungsmittel, was ich brauche. Wasser ist, wie in der letzten Sendung schon erwähnt, zentral für meinen Organismus. Und ich habe mir jetzt nicht nur einen für hier bestellt, sondern auch einen für zu Hause, weil wirklich Wasser ich auch all meinen Freunden und Bekannten zugänglich machen will. Viele glauben, weil ich immer so enthusiastisch und so euphorisch von Dingen berichte, dass ich sie verkaufen will und dass es mir darum geht, damit Geld zu machen. Ganz anders. Mir geht es darum, euch gesunde Lebensmittel, Gesundheit und allgemein Sachen näher kommen zu lassen, die eure Lebensqualität steigern. Viele von euch, die viele Sendungen von mir gesehen haben, werden gemerkt haben, dass ich auch Sachen für ganz simple Sachen Werbung mache, im wahrsten Sinne des Wortes. Werbung wird immer als schlecht betrachtet, weil wir glauben, auch große Konzerne machen Werbung und dann wollen sie uns was verkaufen. Und tatsächlich ist es so. Denn was machen die großen Konzerne? Die wollen uns Sachen verkaufen, mit denen sie Geld verdienen. Aber ich verkaufe euch Sachen, mit denen ich kein Geld verdiene. Ich verkaufe euch nämlich sowas wie die Orange oder die anderen Superfoods, von denen ich berichtet habe, die alle super sind und die ihr holen könnt, wo ihr wollt. Und den Aquion natürlich auch. Ihr könnt ihn bestellen, wo ihr wollt. Mir geht es darum, dass wir gemeinschaftlich, kollektiv uns, sage ich mal, gesünder ernähren und gleichzeitig etwas gegen diesen Todeskreislauf von ungesunden Lebensmitteln, ungesunden Wasser machen. Denn stellt euch vor, umso mehr Aquions in der Welt sind, umso mehr gereinigtes Wasser kommt wieder ins Grundwasser und umso besser wird die Gesamtsituation, nicht nur in Deutschland, sondern planetar. Ja? Das heißt, ihr tut was, indem ihr euren Körper reinigt, indem ihr einen Aquion-Filter bei euch einbaut, tut ihr wieder was für die Gesamtheit. Weil im Wasser sind auch Sachen, auf die hat keiner Bock. Da sind Antidepressiva, da sind Schlafmittel drin, da sind Schmerzmittel drin, da sind Antibiotika. All das, was der Arzt den Leuten verschreibt, im Krankenhaus, all das, was wir hier kollektiv in der Gesellschaft nehmen zurzeit an Drogen, chemische Drogen, Leute. Wisst ihr, was ein hohes Maß an chemischen Drogen heute konsumiert wird? Ja, ich bin aus Frankfurt, ich weiß ganz genau, was hier vor sich geht, Leute. Und was insgeheim die an Tabletten nehmen, Bluthochdrucksenker und diese ganzen Sachen, die sind im Trinkwasser, die sind im Leitungswasser, die sind im Mineralwasser. Und nur weil die großen Konzerne da schöne Bildchen drauf machen mit irgendwelchen Bergregionen, hier aus der und der Quelle haben wir unser Wasser geholt, heißt es noch längst nicht, dass dieses Wasser rein ist. Im Gegenteil, das ist Manipulation, das ist Verarschung. Aber ich weiß ganz genau, Leute, ihr wisst ganz genau, ihr könnt eurer Intuition folgen.
Ihr müsst niemandem vertrauen, ihr sollt auch nicht mir glauben. Seid grundsätzlich skeptisch, prüft alles, was euch gesagt wird, aber überprüft auch das, was kollektiv angenommen wird, nämlich dass Evian, Volvic und wie sie alle heißen, sauberes Wasser aus Quellwasserqualität produzieren. Überprüft es mal und dann überprüft mal dieses Aquion-Gerät. Und wenn ihr dann zu dem Schluss kommt, hey, das Gerät ergibt wirklich Sinn, dann seid so mutig, einen alternativen Weg zu gehen zu dem, was kollektiv uns beigebracht wird. Vertraut in euch selbst, glaubt niemanden, glaubt nur euch selbst, überprüft das alles, ihr habt die geistige Leistung dazu, okay? Kurz nochmal was zum Thema Wasser und zum Thema Werbung. Das beste Wasser gibt es natürlich in Früchten, das gespeicherte Wasser in Früchten. Es gibt eigentlich nichts Besseres, was man zu sich nehmen kann. Auch das Wasser aus dem Aquion kann da ehrlich gesagt nicht mithalten. Wenn diese Früchte aus einem biologisch dynamischen Landbau kommen, ist es das Beste, was es gibt. Deswegen will ich heute schon mal vorwegnehmen. Heute mache ich mal Werbung für diese Orange. Ganz nebenbei natürlich auch immer für den Aquion, auch immer für meinen Ernährungsplan, auch immer für meine Rohkostbar, die Vegane hier, auch immer natürlich für alle Projekte, die ich mache. Ich bin jetzt gerade dabei, auch ein Projekt ins Leben zu rufen, um in Kamerun, in meinem Heimatland meines Vaters, ein Haus fertigzustellen, in dem ich da Rohkostseminare machen werde, damit ihr im Winter einen Ausweg hier aus dem dunklen, grauen Deutschland ins paradiesische Kamerun finden könnt und mich da besuchen könnt und wir da kollektiv mal sehen, wie Früchte vor Ort schmecken. Ja? Solange wir noch nicht so weit sind, kann ich euch wirklich schon den Aquion ans Herz legen und überlegt euch wirklich, wollt ihr selbst zum Filter werden, indem ihr das alles rausfiltert oder euch ein Filtersystem einbauen, das wie diese Aquion, sag ich mal, Potenzial hat, eure Lebensqualität deutlich zu steigern. Und ich habe euch ja noch gar nicht von einem der zentralsten Punkte erzählt, was dieses Gerät überhaupt so gut macht, nämlich der hohen antioxidativen Wirkung dieses Gerätes. Das Gerät ist tatsächlich 1 Liter Aquionwasser hat die antioxidative Wirkung von 10.000 Zitronen. Ihr glaubt es nicht? Ich werde es euch in der nächsten Sendung beweisen. Ich hoffe, ihr bleibt dran und ihr seid interessiert, weil Leute, dieses Gerät kann euch verändern, kann die Welt verändern und kann das ganze Leben an sich verändern. Und um euch nochmal einzuladen, kommt vorbei, ich biete es hier extrem günstig an, dass jeder von euch mal in den Genuss kommt, dieses Wasser zu kosten, wirklich mal diese Kostbarkeit zu kosten und dann zu sagen, hey, ist es mir meine Gesundheit wert oder will ich weiter Kisten schleppen, aus Plastikflaschen Wasser trinken und Konzernen Geld in den Arsch stecken, die kriminelle Sachen machen rund um die Erde und da Ureinwohner um ihr Wasser klauen oder unsere Quellen berauben, ja? Fragt euch das selbst und überlegt euch gut, ob ihr vielleicht nicht doch den Aquion kauft, bestellt ihn bei uns oder bestellt ihn woanders. Hier ist auf jeden Fall für euch auch noch vergünstigt zu bekommen, weil ich, wie gesagt, sowieso hier regelmäßig Großbestellungen mache, wieder eine Bestellung gerade reinbekommen habe für meine Freunde und Bekannte und da kriege ich halt einige Prozente. Macht euch Gedanken darüber, Leute. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns in der nächsten Sendung, wo ich über die antioxidative Wirkung von diesem Aquionwasser rede. Ein ganz zentraler Punkt, der ganz, ganz wichtig ist.